Let's Fetz. Willst du dir die Kampfkontoanlagen hier neu ansehen? Na. Beginnen wir. Greife mich in einer beliebigen Reihenfolge an. Nutze links, rechts, um die verfügbaren Charaktere durchzuschalten. Ah. Gruppenmitglieder können ihren Zug in der Reihenfolge deiner Wahl ausführen, jedoch nur einmal pro Runde agieren. Ist bei all deinen Gruppenmitgliedern die Abklingzeit aktiv, wird die Runde zurückgesetzt. Danach sind alle erneut verfügbar. Skills? Kamakoi? Passt. Hey, du! Gut, die Konzentration ist beim Vollführen von Angriffen oder Skills essentiell. Mit dem richtigen Timing erhöht sich der verursachte Schaden. Dazu landest du mitunter zusätzliche Treffer. Legen wir los. Drücke zum Zeitpunkt des Treffers A, um den Schaden zu erhöhen. Ah, okay. Das war zu früh. Konzentriere dich und drücke im Moment des Treffers. Das war zu spät. Konzentriere dich und drücke im Moment des Treffers. Ach, leg mich doch. Ha, jetzt. Gut, probieren wir das nochmal. Ach, ja, das ist die Quintessenz. Der Großteil deiner Angriffe und Zauber wird durch perfektes Timing verstärkt. Manchmal landest du auch Zusatztreffer, bis du dein Ziel verfehlst. Betrachte Timing-Treffer eher als willkommene Ergänzung und nicht als etwas, das dir die ganze Zeit über perfekt gelingen sollte. Mach dir darum also keine allzu großen Sorgen. Versuch es weiter, um mit der Zeit ein Gefühl zu bekommen. Okay, kommen wir jetzt zum Timing deiner Blocks. Wollen wir den kleinen Kerl herein? Wie sind du? Um effizient zu kämpfen, musst du aufmerksam auf Bewegungen in deinem Umfeld achten. Mit dem richtigen Timing kannst du den Schaden von feindlichen Angriffen oder Zaubern mit Blocks abwehren. Mach dich bereit. Drücke zum Zeitpunkt des Treffers A, um den Schaden zu reduzieren. Hehehe. Gut, probieren wir das nochmal. So macht man das. Bleibt stets aufmerksam. Manche Muster sind schwerer zu interpretieren als andere. Es braucht möglicherweise mehrere Blocks. Geht nicht zu hart mit dir ins Gericht. Niemand erwartet, dass du alle Angriffe blocken kannst. Es geht nicht darum, ständig perfekt zu blocken, sondern ein Gespür dafür zu entwickeln. Betrachte Timing-Blocks eher als willkommene Ergänzung, wenn sie dir gelingen. Das Wichtigste ist es, deine Feinde zu beobachten und es zu versuchen. Oh, eine Sache noch. Au. Wenn ein Gruppenmitglied im Kampf ausgenockt wird, musst du eine defensivere Herangehensweise wählen. Ausgenockte Verbündete stehen von selbst mit 50% der LP auf, sobald alle K.O.-Sterne verschwunden sind. Am Ende jeder Runde wird ein K.O.-Stern entfernt. Je öfter du im selben Kampf zu Bogen gehst, desto mehr K.O.-Sterne gibt es. Sei also vorsichtig. Wenn alle Gruppenmitglieder ausgenockt werden, ist das Spiel vorbei. Kämpfe und überlebe, bis Cell zurückkehrt. Tada! Block. Autsch. Das war nix. Hier ist wieder da. Und da haben wir es. Das war gute Arbeit. Ich bin sicher, die Prüfung wird ein Klecks. Ja, dann haben sie einfach voll drauf, Mann. Bereit, die Grundlagen der Magie zu erlernen? Wenn Feinde Zauber vorbereiten, musst du alles daran setzen, diese zu verhindern. Wenn du auf deine Sinne vertraust, kannst du jene Schadensarten nutzen, die ihre Konzentrationsphase unterbrechen. Einfache Zauberer können mit normalen Angriffen verhindert werden. Valeri kann stumpfen, selbst Schlitzschaden zufügen. Versuch jetzt, diese hier zu brechen.
Hehehe, haben wir gelernt. Genau so. Einige Zauber müssen mit Magieschaden durchbrochen werden. Du kannst die Geschosse kontrollieren. Probier es also aus. Cell übernimmt Sonne, Valerie Mond. Und Feuer! Gut gemacht. Nun spürst du, dass deine MP niedrig sind, richtig? Ja, dann null. Um die Intensität im Gefecht beizubehalten, musst du unbedingt MP regenerieren. Stocken wir sie ein wenig auf. Attackiere mich jetzt mit einem normalen Angriff. Und ja. Ah. Hast du das gespürt? Durch den Angriff hast du ein wenig MP zurückbekommen. Im Kampf ist Aufmerksamkeit der Schlüssel zum Sieg. Du musst deine Zauber mit normalen Angriffen kombinieren, damit dir nicht im falschen Moment die MP ausgehen und du in der Klemme steckst. Im Gegensatz dazu solltest du nicht zögern, Zauber zu wirken, wenn du viele MP hast, da ein normaler Angriff bei vollem Balken vergeudete Regeneration wäre. Das Wichtigste ist es, zu experimentieren, die Aktionen zu variieren und für jeden Kampf den richtigen Rhythmus zu finden. Eine Sache noch, alle Kampfaktionen, vor allem das Knacken von Schlössern, generieren Combo-Energie. Wenn du genug davon hast, kannst du mit Combo-Punkten mächtige Aktionen vollführen. Kombos kosten keine MP und gehen auch einen Kampf verloren. Zögere also nicht, sie einzusetzen. Moray meinte, du hättest einen ersten Combo-Angriff erdacht. Zeig ihn mir. Ja, ihr seid wirklich stark. Halte bei deinen Abenteuern die Augen offen. Du wirst unterwegs Schriftrollen finden, mit denen du weitere Kombos lernen kannst. Viel Glück bei der Prüfung. Du wirst dich sicher gut schlagen. Moraine wartet mit der letzten Prüfung. Ich werde sie bestimmt bestehen. Ihr seid also bereit für die letzte Prüfung? Moment, Prost. Wir sind bereit. Dann lasst uns beginnen. Der große Tag ist gekommen. Im Laufe der Jahre hat euch die Zenith-Akademie in vielerlei Hinsicht geprüft. Nun werde ich euch ein letztes Mal prüfen. Habt ihr euren Eid vorbereitet? Ja, Direktor. Dann sprecht ihr nun. Du zuerst, Zell. Okay. Ich gelobe mit flinker Hand die Welt zu läutern und meine Gefährten zu schützen, wenn ich die Welt als Klingentänzer beschreite. Ich wähle die gekrümmte Klinge, da sie Tempo und Reflexe begünstigt. Willkommen, Klingentänzer. Komm schon, Valeri, ich bin fertig, du bist dran. Ich gelobe, mit starker Hand Hoffnung zu beflügeln und Böses zu tilgen, wenn ich die Welt als Kampfmönchchen beschreite. Ich wähle den Stab, da er selbst die härtesten Schläge erdulden wird. Willkommen, Kampfmönchchen. Heute müsst ihr eure in der Zenith-Akademie erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die letzte Herausforderung erwartet euch unten. Tretet beiseite. Warum sind wir dann überhaupt hochgefahren? Oh, ich es vergesse. Hier habt ihr etwas oben bei, womit ihr bei Gesundheit bleibt. 3x Tomatensandwich. Nun, da ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt und mit euren Taten ein Ziel verfolgt, geht den letzten Schritt und kehrt als neue Rekruten unseres Ordens zurück. Ich bin bereit, Valeri. Tun wir es einfach.
Ja, tun wir es einfach. Und jetzt? Jump, jump, oder wie? Hui, jump, jump. Völlig übertrieben. Gibt's da was? Ah. Oh. Ah, da ist eine Kiste. Geilomatico. Ein kunstvoller Stein gefunden. Moment. Voll schön, Mann. Mir gefällt das Design voll gut. Hallo? Und nu? Wo muss ich lang? Nein, nein, nein. Super, ich stehe jetzt schon am Schlauch. Ah, so, so wird es gleich. Ich hab gemeint, das war zum Scharren. Wir haben einen Schatz gefunden. Aus dem Weg, Mann. Skills. Sonnenball. Komme, komme, komme. Du hast Kamehameha. Kamehameha! 16 Erfahrungspunkte. Yes. Ist da drin was versteckt?